Meine Damen und Herren, mein nächster Gast, der überrascht immer wieder, weil er so aus der Einförmigkeit von unseren Alltagserscheinungen rausspickt. Er ist immer tadellos angelegt in seinem weißen Anzug. Er hat absolut klare Manieren. Und er hat eine Stimme, die so den richtigen Schmelz hat für seine Lieder, die immer ganz hart an der Grenze des guten Geschmacks sind, auch so zu intonieren, dass sie ihm so richtig ans Herz gehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Leo Wundergut. Kein Schwein steckt mich ein, keine Sau infiziert sich bei mir. Ne Grippe will ich nicht, mein Mundschutz hält schon dicht, verbirgt mir mein Gesicht. Kein Schwein steckt mich an. Keine Sau infiziert sich bei mir. Ich werde doch nicht krank, so mach ich keinen Bank, verstecke mich im Schrank. Herr Wundergut, herzlich willkommen. Keine Sau steckt mich an. Ist der bei euch Brühe sozusagen der Mundschutz gewesen? Ja, natürlich auch, ja. Ich möchte jetzt erst mal sagen, dass ich mich unheimlich freue, dass Sie mich endlich zur Grillpastelle eingeladen haben. Die haben gesagt, ich habe, und Sie, ich habe immer gedacht, Sie sehen da viel jünger aus. Also, Sie, also es ist wirklich toll. Ja, so ändern eben die Zeiten, ja. Wundergut. Gesellschaftstenor seid ihr? Was muss ich mir da genau darunter vorstellen? Ich versuche immer, irgendwie bei alten Liedern auch eine gewisse Aktualität einzubeziehen. Das ist jetzt auch klar, bei der Schweinegrippe ist das auf der Hand gelegen, dass man da muss machen. Und ich versuche auch gewisse gesellschaftliche Unkorrektheiten einzubeziehen in die Lieder. Das hat einen gesellschaftlichen Charakter natürlich. Und da kann man auf Missstände hinweisen. Aber ich tue nicht gerne kritisieren. Ich tue gerne scharf beobachten. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Ich schaue, was auf der Welt passiert und dann mache ich mir meine Gedanken darüber oder auch nicht und dann schreibe ich ein Lied darüber. Aha, okay. Ist ganz einfach. Ja. Also, es sind zum Teil klassische Lieder und mit unterhaltendem Charakter. Geht der E und U miteinander? Das ist jetzt wieder eine typische Falle von E und U. Wir sind ja da in der Schweiz. Der EU interessiert uns ja da gar nicht. Und da habe ich mir eben auch gesagt, der EU-Zeugs, da muss man endlich mal umgehen. Es gibt einfach gute Musik und es gibt schlechte Musik, denke ich. Und klar, ich komme von einem Haus, so viel klassische Musik gemacht worden ist. Und, aber auch die kognitive Unterhaltung ist immer als auch einen gewissen Wert angeschaut worden. Wie seid ihr denn überhaupt auf Musik gestossen? Meine Großmutter war Operette-Soubrette. Und aufgrund von ihrem Engagement an der Operette hat sie mich ins Heilige Geist-Internat gesteckt, wo auch an einem Knabenchor war. Und so habe ich 10 Jahre in Deutschland im Heilige Geist-Knabeninternat verbracht. Und bin so dann automatisch in die klassische Musik, in die geistliche, hineingerutscht. Und beim Tod von meiner Großmutter bin ich wieder zurückgekommen auf der Familie. Hof Untergut und haben dann dort gesagt, eigentlich muss man ja der kognige Unterhaltung auch ein gewissen. Also ihr wohnt jetzt auf dem Hof Wundergut? Das ist korrekt, ja. Nur dort oder auch noch irgendeinem Ferienhaus? Ich habe das Privileg, dass ich das alte Haus vom bekannten Bandleader Daddy Stauffer in Acapulco mitbenutzen darf. Und eigentlich pendle so zwischen Zürich und Acapulco, wie das gewisse andere machen mit Frankreich oder mit Berlin oder so. Ja. Das ist also auch in dem Sinne eine Inspirationsquelle. Absolut, ja. Also die Klippe und so. Wenn ich euch jetzt anschaue, sagen wir jetzt mal, habt ihr ja... da einen Schluck? Ja. Seid so gut. Seid ihr ein junger Mann, aber sagen wir jetzt ohne die Ekstatik von der Jugend? Meinen Sie?
Ja gut, also ich würde jetzt mal sagen, wir machen ja auch Lieder für die Jungen. Zum Beispiel Steckerli auf, Steckerli ab von Arthur Beil. Mhm. Der ist jetzt ja definitiv Steckerli auf, oder? Mhm. Und ist ein guter Mann gewesen. Mhm. Was wir merken, ist bei solchen alten, ganz alten Liedern, die vom Text her vielleicht jetzt eher von vorgestern sind, wenn man die heute bringt, da bin ich überzeugt, dass das die Jungen bald wieder auf ihre iPods abladen und denken, das sagt ganz verreckt, oder? Mhm. Weil es gar nicht wissen, dass das von vorgestern ist, oder? Und das ist ein bisschen der Trick, oder? Der hat ja auch im Vatikan gesungen, als Messdiener, oder? Die Zürcher Regierung hat uns, meine Kollegen Rubini und Müller-Thurgau, die nachher auch noch kommen, quasi Papst geschenkt. Wir sind eigentlich das Geschenk gewesen an die Schweizer Garde für Sacco di Roma letztes Jahr. Und was hat er der gesungen? Stegeli auf, Stegeli ab? Unter anderem, aber sie haben es nicht gemerkt. Wir haben da in geistliche Musik eingebaut im St. Peter, aber wir haben da auch die Messe akzeptiert und die auch gefeiert. Mhm. Aber wir haben da auch noch sogenannte Hidden Tracks eingebaut. Hidden Tracks. Zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel in der Mitte von der City, kennen Sie sicher, ein altes Zürcherlied haben wir eingebaut in einem AWW-Rum-Korpus von Mozart. Mhm. Und das haben natürlich dann nur die 7 Politiker gemerkt, von denen 2.500 Heiligen, die drinnen gekommen sind. Aber die haben es gemerkt. Die haben es gemerkt und haben Freude gehabt. Mhm. Ja, ist klar. Wie trainiert ihr eure Stimme? Herr Wundergut? Da gibt es diverse Möglichkeiten. Also natürlich die Vokalise, die Vokalübungen, die man natürlich auch macht. Aber mein Professor hat immer gesagt, ein gutes Glas Wein ist amigs auch hervorragend zum Ölen hin. Und mit einem gewissen Alter tut man sich dann nur noch aufs Ölen konzentrieren. Irgendwann, da langt dann auch. Ja, sie offenbar alle auch. Ich nehme auch jetzt mit eurer durchschlagenden Begabung und der doch sehr einnehmenden Ausstrahlung, die ihr habt, steht sozusagen eine Weltkarriere bevor. Wir haben jetzt gerade eine Welttournee durch Libyen gemacht. Leider ist ein grosser Teil von unserem Staatsorchester nicht mehr zurückgekommen. Und das ist jetzt gerade eine Krise, weil wir haben jetzt eine grosse Sache, die gerade in der Nähe von dem trendigen Quartier abgeht. Und wir sind jetzt gerade am Abschluss von einem Casting von einem neuen Orchester aus Berlin, wo wir dann da auch in das trendige Quartier bringen. Und dann geht es dann vielleicht wieder auf eine Welttournee. Also, wenn wir beim Herrn Gaddafi nochmal stoppen, weiss ich nicht. Im Moment ist der Herr Merz für uns am Verhandeln. Okay. Dann könnte es vielleicht noch ein bisschen länger gehen, bis die Verträge vorliegen. Aber ich würde jetzt eigentlich vorschlagen, man könnte ja die Weltkarriere sozusagen hier bei mir starten, oder? Das ist eine hervorragende Idee. Also die Rakete da reinzünden? Ja, wenn da geht, eine. Ja, wir haben einen höheren Raum, doch. Ja, für den G-Punkt würde das vielleicht lange. Ja, genau. Da könnte mir ein hohes G singen, das ist fast wie ein C, und dann könnten wir da die Rakete, das würde ich gerne machen, ja. Dann wäre das eigentlich für mich die perfekte Untermalung für der nächste Gast. Ja, super. Gerne. Ja, machen wir das? Machen wir sehr gerne. Dann geht ihr auf Startposition, Herr Wundergut. Sehr gerne. Ja. Und ich muss Ihnen erzählen, wer ich noch erwarte. Danke vielmals. Ich danke euch. Es hat mich gefreut. Ja, also wir hören ja noch etwas von euch. Darf ich Ihnen Espi sagen? Ja, selbstverständlich. Das freut mich sehr. Alles Gute. Danke vielmals. Viel Erfolg weiterhin. Ja, meine Damen und Herren, das wäre jetzt sogar die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Nämlich, wir haben alle vor 2 Jahren wahrscheinlich einen Film miterlebt, der uns so richtig ans Herz gegangen ist. Herbstzeitlosen hat er geheissen. Geschichte von einer älteren Dame, die mitten im Emmental gefunden hat. Sie macht jetzt im Alter noch einmal etwas Neues und tut eine Dessous-Boutique auf. Ja, und diese Dame gibt es in der Realität. Und sie ist mein nächster Gast. Sie ist 83 und hat gefunden, was man da im Film macht, das können sie auch in der Realität. Sie produziert Dessous und Negligés und hat gefunden, am besten zeigt man das gerade mit ihren 3 besten Freundinnen. Sie kennen Model, die normalerweise beim Karl Lagerfeld umeinander düsen, sondern ältere Damen, die jetzt unter der Begleitung von Leo Wundergut und den Swiss Tenors zeigen, wie Dessous auch aussehen kann. Bitte, Herr Wundergut.
mobile, qual più bel vento, muta l'accento di pensiero, sempre amabile. Leo Wundergood and the Swiss Tenors.